Willkommen zu meinem Let's Play zu Pokémon Smaragd. Direkt am Anfang, sorry, ich weiß, dass man oben die Leiste mit File Options, Cheats, Tools und Help sieht. Hey, seid froh, ich spiele ein Nintendo-Spiel mit besserer Qualität als sonst. Und es ist eine Randomizer-Nassloch-Challenge. Woo! Ich werde in den ersten zwei Folgen sterben und dann vermutlich neu starten, weil ich keinen Bock auf so ein kurzes Projekt habe. Ja, ich spiele das Ganze jetzt hier mit einem Emulator, dem Visual Boy. Hier mal kurz Danke an den Fragezeichen-Man wieder. Der hat mir den empfohlen. Ich guck mal nach, was hier für... Boah, der ist cool. Den fünften merke ich mir. Der ist auch cool. Oh, den finde ich nice, den 12. Den 12. nehme ich. So. Dann lege ich los. Es ist meine erste Randomizer-Nassloch. Ich werde auch nicht alle Spiele jetzt in der Qualität bringen, sondern wenn ich mal was vom GBA zocke. Und ich kann vorspulen, wenn ich will. Ah ja, und ich habe das Spiel nur auf Englisch bekommen, aber wir haben Undertale geschafft. Dann schaffe ich auch Pokémon Smaragd. Außerdem geht's in der Randomizer. Bei mir jetzt zwar auch um die Story, aber eher ums Gameplay. Hi, sorry to keep you waiting. Welcome to the world of Pokémon. Ah ja, eine Sache auch noch. Die Starter, ich habe leider keine gute ROM gefunden. Die Starter sind vorgegeben. Zwei davon weiß ich. Ich weiß auch, dass ich einen davon nehmen werde. Ja. Und die Pokémon sehen anders aus als im normalen Spiel. Und haben andere Typen. Ich leg also gleich mit einer richtigen Bombe los. Und ich denke, ich werde das Ganze so handhaben, dass ich das Spiel an sich komplett durchspielen werde. Egal was passiert. Aber für... Und ich werde immer von der Stelle aus weitermachen, an der ich bin. Aber... Wenn ein Pokémon tot ist, dann lege ich es weg. Außer ich gehe irgendwann Game Over. Dann nehme ich mir wieder, wenn ich schon so viele habe, 6 Pokémon von der Box der toten Pokémon. Und muss eine Bestrafung machen, die ihr bestimmt. Für jeden Tod eine Bestrafung. Wird, denke ich, ganz lustig. Ich habe jetzt schon Angst, weil ich sowieso 87 Mal krepieren werde. Ich leg einfach jetzt mal richtig los. Sorry, das musste sein, ein bisschen Gelaber. Ist mein erstes Spiel mit einem Emulator, meine erste Pokémon-Randomizer, meine erste richtige Pokémon-Generation auf dem Kanal hier. Ja. Welcome to the world of Pokémon. My name is Birch. Also Birk auf Deutsch. But everyone calls me the Pokémon. Das Projekt beginnt toll. Ich habe aus Versehen gerade gelesen. Everyone calls me the Pokémon-Fresser. Okay. Ich glaube, die schmecken nicht so gut. Nein, natürlich ist er der Pokémon-Professor. This is what we call Pokémon. Ein blaugraues Vulpix. Das ist cool, ich will das ins Team. This world is widely inhabited by creatures known as Pokémon. Ich werde natürlich gleich für die, die es nicht kennen, die Regeln nochmal erklären von dieser Challenge genau. We humans live alongside Pokémon at times as friendly playmates. And at times as cooperative workmates. And sometimes we band together and battle others like us. But despite our closeness, we don't know everything about Pokémon. In fact, there are many, many secrets surrounding Pokémon.
to unravel Pokémon mysteries, I've been undertaking research. That's what I do. And you are... Are you a boy or a girl? Ich bin natürlich ein Junge. Mein Name... Geil. 7 Plätze. Ich hoffe... Geh natürlich... Alter, hier gibt's ja nicht mal E, Ü, Ü. Nicht K. Ich muss erst mal ein bisschen hier gerade klarkommen. Sorry. Ah, nee, hier ist auch nicht E, Ü. Das passt! Perfekt! Günther ist natürlich am Start. So, it's Günther, natürlich! Ah, okay. You're Günther, who's moving to my hometown of Little Roots. Oder Wurzelheim auf Deutsch. I get it now. Pokémon Smaragd habe ich selbst auch noch nie gespielt, die dritte Generation allgemein nicht, außer ich habe das Remake der dritten Generation, Alpha Saphir in meinem Fall, gespielt. Alright, are you ready? Your very own adventure is about to unfold. Das wird wirklich ein besonderes Abenteuer. Take courage and leap into the world of Pokémon where dreams, adventure and friendship await. Well, I'll be expecting you later. Come see me in my Pokémon Lab. Wird natürlich am Anfang ein bisschen mehr Gelaber, aber... Ich kann mit Leertaste schneller machen. Entweder laufe ich so oder mit Leertaste. Nee, schade, ich hab's nicht hingekriegt, Megalovania zu spielen. Günther, we're here, honey. You must be tiring riding with our things in the moving truck. Warum musste ich eigentlich im Kofferraum sitzen? Well, this is Little Root Town. How do you like it? It's our new home. Es ist scheiße. It has a quaint feel, but it seems to be an easy place to live, don't you think? And you get your own room, Günther. Let's go inside. Ja, Pokémon-Logik halt. Ich habe meinen eigenen Raum, aber sonst haben wir nur einen Raum, der gleichzeitig... Oh, scheiße, hab den einzigen Sprung. Der gleichzeitig Küche und Wohnzimmer ist. Und wir haben nicht mal ein Sofa. Ich glaube, meine Mutter schläft in der Küche oder so. The movers Pokémon do all the work of moving us and cleaning up... In and cleaning up after. Is so convention, ding. Günther, your room is upstairs. Go check it out, dear. Dad brought your new clock to mark our move here. Don't forget to set it. Ja, ich habe eine Uhr. Ich muss halt mit der Stoppung erstmal klarkommen. Die Uhr ist gestoppt. Wie viel Uhr ist gerade? Jetzt müsste der schlaue Mensch sich noch erinnern, welches AM und was PM ist. Ich weiß, ich bin ein Experte. Okay. PM ist Nachmittag. Ich will die Uhr mal richtig einstellen. Warte, das ist 6. Dann sind wir jetzt 5 Uhr.
So ungefähr. Günther, how do you like your new room? Good, everything is put away neatly. They finished moving everything in downstairs too. Pokemon movers are so convenient. Oh, you should make sure that everything's all there on your desk. Hier ist ein Item Storage. So, da sind nur ein paar Tipps auf dem Tisch. Ich habe mir nur den Trank geholt. Items und sowas werde ich benutzen, außer natürlich Beleber. Oh, Günther, Günther, quick, come quickly! Go! Look, it's Paddleboard Gym! Maybe Dad will be on! We brought you this report from in front of the Paddleboard Gym. Oh, it's over. I think Dad was on, but we missed him. Too bad. Oh yes, one of Dad's friends lives in town. Professor Birch is his name, not Pokefresser. He lives right next door, so you should go over and introduce yourself. So, jetzt mal kurz die Regeln einer Randomizer Nuzlocke Challenge. Ich mach's kurz, ich darf nur das erste Pokémon, das auf einer Route auftaucht, fangen. Außer ich hab's bereits im Team, dann das erste, das ich noch nicht habe. Jedenfalls werde ich das so handhaben. Bei manchen muss es das zweite dann spätestens immer sein. Wenn ein Pokémon tot ist, darf man es nie wieder verwenden. Außer ich gehe Game Over, dann habe ich halt eine Bestrafung, aber habe die Pokémon wieder. Ja. Sonst gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Es tauchen alle Pokémon. Es kann jedes Pokémon überall auftauchen, außer bei den Startern. Und Flurmeln, Sichlorn, noch ein Ding drin sind, aber hey. Das war's dann im Großen und Ganzen. Es gibt noch Versionen, die es noch schwieriger machen und alles. Zum Beispiel keine Items benutzen, aber es ist meine erste, Leute. Oh, hello, and you are... Meine Stimme ist toll, ich weiß. Ah, you're Günther, our next door neighbor. Hi. We have a daughter about the same age as you. Our daughter was excited about making a new friend. Wie oft willst du eigentlich noch das Wort deine Tochter sagen? Das nehme ich mir auch nicht, fick dich. Hä? Who are you? Oh, you're Günther. So your move was today. I'm May. Ich weiß auch nicht, wer mich nach einem Monat benannt hat, aber immerhin heiße ich nicht wie eine Frucht. Hahaha. All over the world. I heard about you, Günther, from my dad, Professor Birch. I was hoping that you would be nice, Günther, and that we could be friends. That was wrong. Oh, this is silly, isn't it? I have just met you, Günther. I forgot I was supposed to go help Dad catch some wild Pokémon. I'll catch you later. Was? Ich dachte, du willst wilde Pokémon fangen. Ich bin kein Pokémon. Ah, weg hier! So schnell ich kann. Ah! Gotta go fast! Gotta go fast! Oh. Hi. There are scary Pokémon outside. I can hear the cries. I want to see what's going on, but I don't have any Pokémon. Can you see what's happening for me? So, und bis zur Starterwahl habe ich bis schon zweimal geguckt, um zu gucken, ob die Starter random sind und ob es funktioniert. Help me! Hi, ein wildes, bedrohliches Zickzack. Hello, you over there, please. Help, in my back, there's a Pokeball. Nein, das sind drei, scheiße. Ja. Togepi war's. Sichlor und ein Flurmel. Ich nehme ein rotes. Oh nein, ich hab... Das ist kein Flurmel, das ist ein Kamau, ein blaues. Ich nehme trotzdem Sichlor. Ich habe ein Sichlor. Und kämpfe gegen gelbes Safcon. Du siehst aus wie ein Xerox Sichlor. Und deine Attacken sind toll, Sichlor. Oh nein. Moment.
stimmt, das ist mir auch auf. Es ist wirklich. Er ist vor einem sehr gefährlichen Safcon weggerannt. Lust. Ich mach kurz Pause. Oder mach das jetzt. So, bin I was in the tall grass studying wild Pokemon when I was jumped. You saved me, thanks a lot. Oh, hallo Günther. Danke für die Information, das wusste ich bereits. This is not a place, the place to chat, so come by my Pokemon Lab later, okay? So, ich bin aus irgendeinem Grund schon da. So Günther, I've heard so much about you from your father. I've heard that you don't have your own Pokemon yet. But the way you battled earlier, you pulled it off with aplomb. I guess you have your father's blood in your veins after all. Oh yes, and as thanks for asking me, I'd like you to have the Pokémon you used earlier. Yay, ich hab'n Sichlor. Ja, ich will ihm Spitznamen geben. Nur welchen? Ich will auf jeden Fall ein paar benennen, die ich schon weiß. Ach komm, ich beginne einfach mit. Hier, du hast mir gezeigt, wie das hier geht, dann wirst du auch mein Starter-Pokémon. Grüße gehen nochmal raus an Fragezeichen. Auf YouTube auch unter Gameszocker Fragezeichen zu finden. If you work at Pokemon and gain experience, I think you're Mega an extremely good trainer. My kid May is also studying Pokemon while helping me out. Günther, don't you think it might be a good idea to see May? Oh, don't be that way, you should go meet my kind. No, kid. Ah, ich sagte, du machst es jetzt viel. Yeah, Gray and May should be happy too, weil ich hab dich nicht gezwungen. Get May to teach you what it means to be a trainer. Ui. Ich werde hier das Vorspulen manchmal ein bisschen nutzen, um ein bisschen schneller zu machen. Wo muss ich hin? Hi, du bist hässlich. Hi. Oh, May went out to route 100 feet, just like my father, like father, like child. May can't stay quietly at home. Ich weiß nicht mal, wie ich gesprochen habe. Ach, wirklich. Naja. Route 103. Ich werde jetzt aber auch nicht so viel vorspulen. Hier, das braucht mich an sich noch nicht zu interessieren, was hier für Pokémon sind. Ja, er sagt halt hier, spring Pokémon aus dem Gras. Und auf dem ersten Feld treffe ich schon eins. Oh, hier gibt es Dragosso. Aber es geht natürlich erst los, wenn ich Pokébälle habe. Aber ich kann hier meinen Fragezeichen-Man schon mal leveln. Oh nein, Heuler. Aber das wäre auch ein Pokémon, das würde ich schon mitnehmen. Ah, aber mir fällt gerade auch ein, bei der Farbe von Sichlor hätte ich es auch Lord Ecke nennen können. Obwohl, das ist ja, der ist ja eher orange. Hey. Das ist jetzt auch nicht wichtig. Der erste Train. Oh. Das ist doch kein Trainer. Er hat mir gesagt, was Pokémon Center bringen. Wablu! Alter, den will ich. Den will ich. Digga. Wenn ich hier wieder auf diese Route komme, dann kommst du hier nochmal vorbei. Du wirst ein zweites Team-Pokémon. Ich meine, du bist ein fucking Wablu. Hier kann ich nicht wirklich was machen. Hier habe ich das Pokémon Center. Hi. Ja, arbeite im Pokémon.
Ich komme mit ihm dahin. Diese Pokémon mal. Just look out for Blue Roof. Ja, ich erkläre das auf Deutsch mal hier. Das ist halt der Pokémon-Markt, da kann man Zeug kaufen. Und ich krieg hier einen Trank als Werbegeschenk. Und ja, da haben wir noch das Pokémon Center. Hier. Hier können wir die Pokémon heilen. Oben ist was, das ist für mehr Spieler. Das geht absolut nicht. Ich guck mal, ob ich Pokébälle kaufen kann. 3. Ich hab 3 drauf. Willst du mich jetzt verarschen? Der Typ hat keine fucking Po. Ich werde jetzt hier. Das hier echt hauptsächlich. Oh, eine Sache, die ich vielleicht mal überprüfen sollte. Wir sehen uns morgen wieder. Ich muss rausfinden, wie ich meinen Beutel öffne. Hier. Pokémon. Der ist sogar Käferflug, echt? Okay. Ich war mir ziemlich sicher, dass der ein anderes Partner an einen anderen Typen haben müsste. Und jetzt noch 5 Stunden, bis ich rausgefunden habe, mit welchem Knopf ich zurück kann. Hier kann ich den Ton aus. Ich glaube, es war B. Nee, X. Ja, dann. Route 103. Ich habe immer noch keine Pokébälle. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass man die schon bekommt. Aber hier gibt es Knills. Hier auf der Route kann ich dann ja auch was fangen. Eigentlich müsste das so eine komplett Randomizer sein, aber anscheinend ist es doch irgendwie nicht mit auch Typen und sowas gerandomized. Absorber. Wie gesagt, die Challenge hat eh noch nicht begonnen. Level 6. Energiefokus. Hi. Let's see, the Pokémon found on Route 103 include... Oh hi Günther, I see my dad gave you Pokémon as a gift. Since we're here, let's have a quick battle. I'll give you a taste of what being trainer, so. Was für ein oder zwei Pokémon eins hast du? Willst du mich jetzt verarschen? Die hat Glutexo. Eine Zweitentwicklung, Level 5 zwar nur, aber Feuer. Ich kann keine Pokémon fangen. Ich habe ein Käfer-Pokémon und mein erster fucking Gegner in dieser Challenge ist ein Glumanda. Ich dachte, ich überlebe noch einen Hit. Wie gesagt, die Challenge hat ja eh noch nicht begonnen. Das ist normal bei einer Randomizer. Es kommen noch. Oh, was? Hier gibt's nicht nur Knilz, sondern auch Karpilz. Hi, Fragezeichen, man. Critical Hit. Ein KP-Schaden.
Es hat sich gelohnt. Nächstes Mal setze ich ein Savey. Hey. Ja, die heilen mein Pokémon. Ich will eigentlich schon die ersten Teammitglieder haben. So, ich dachte wegen der Farbe gerade irgendwie kurz. Also scheiße ist es nicht, aber ich dachte gerade kurz, das wäre ein Arktos. Ich muss vermutlich schon einen der Tränke benutzen, wenn ich eine Chance haben will. Weil ich komme nicht gescheit geheilt da hoch. Oder ich muss halt ein Level bekommen. Könnte reichen, wenn ich jetzt auch so ankomme. Hashtag mit dem Leben. Doch. Hey. Ich wusste ja, das ist klar, sie hat dasselbe Pokémon, egal wie oft ich hier kämpfe. Oh, er senkt nur meinen Angriff. Ich werde trotzdem 3 Attacken brauchen. Das müsste jetzt reichen. Günther! Boah, das gibt Erfahrung. Okay, gut. 300 Pokémon. I think I know why my dad has an eye out for you now. I mean, you just got that Pokémon, but it already likes you. Ich hoffe, du guckst all meine Videos. You might be able to befriend any kind of Pokémon easily. Well, it's time to head back to the lab. Ich muss auch zurück im Labor. Let's hurry home. Ich geh ins Pokémon-Center. Weil du hast ja mit deinem einen Angriff mein Pokémon fast umgebracht. Aber, Leute, ein Vorteil hat dieser Emulator, der riesig ist. Die unnötige 3-Sekunden-Sequenz dauert nur noch eine halbe Sekunde. Ich weiß, wir genießen es alle. Oh, hi Günther. Hey, I heard you beat my May on your first try. That's excellent. May has been helping with my research for a long time. May has an extensive history as a trainer already. Ich glaube dir, sie hat schon eine lange Geschichte als Trainer mit einem Level 5 Pokémon. Die Günther ordered this for my research, but I think you should have this Pokédex. The Pokédex is a high-tech tool that automatically makes a record of any Pokémon you meet or catch. My kid May goes everywhere with it. Whenever my kid catches a rare Pokémon and records it, it's data in the Pokédex. Why May looks for me while I'm out doing fieldwork and shows me. Oh wow, Günther, you got a Pokédex too. That's great, just like me. I've got something for you too. Pokébälle. It's fun if you can get a lot of Pokémon. I'm going to look all over the place because I want different Pokémon. If I find any cute Pokémon, I'll catch them with Pokéballs. Aha. Womit sonst? Savey gesetzt, aber ich will noch die möglichen Pokémon fangen. Warte, kann ich mir hier nicht noch die Karte holen oder ist das in einer anderen Generation? Ich kann nicht aus. Ja. Die bekommt man noch woanders offen. Wait, Günther! Wahrscheinlich jetzt, ne? Günther, did you introduce yourself to Professor Birch? Oh, what an adorable Pokémon! You got it from Professor Birch. How nice. You are your father's child. Alright. You look good together with Pokémon. Ja, nimm die Rennschuhe. Those shoes came with instructions. Press the B button while wearing these running shoes, Tyrannix. Ja.
to think that you have your very own Pokemon now. Your father will be overjoyed. But please be careful, if anything happens, you can come home. Und jetzt soll ich mich verpissen. Ja, ich kann rennen. Und Pokémon Encounter. Das nächste Teammitglied ist... Sehr schön! Alter Schwalboss. Wenn ich das Ding jetzt one-hitte, Boah, ich hab irgendwie Angst, dass wenn... Komm, hier fängt man die Dinger doch... Achso. Ich hol mir gleich noch Pokébälle in der Stadt. Den fange ich doch sowieso mit dem ersten. Randomizer Nuzlocke. Und hier gab's Wablu. Stattdessen habe ich jetzt nichts. Was kommt hier jetzt? Fick dich! Mann! Zumindest noch ein Team mit dir. Stirb. Ich muss halt auch aufpassen, wenn ich zu hoch level, dann one-hitze ich die Pokémon, die ich eigentlich fangen will. Ich muss mich halt erst nochmal an das hier ganze gewöhnen, auch mit der Steuerung und so, deswegen... Sorry, wenn ich manchmal komisch steuere. Hi Pokémon Markt Typ, ich hol mir jetzt noch Pokébälle und gucke, ob ich auf Route 103 was krieg. Jetzt kann ich die nämlich logischerweise kaufen. Hust, hust. Oh, nein. Hä? Hatte ich nicht gerade noch 3000? Ich habe mir doch nichts gekauft. Jetzt mal im Ernst. Getriggert. Ich hatte gerade noch 3000, da bin ich mir sicher. Und von dem Schwalboss. Leute, wünscht mir Glück. Fuck. Fuck. Ich hab keine Chance. Ich würde es one-hitten. Ach komm. Warum muss denn die Challenge so beginnen? Die Pokémon, die spawnen, sind so nice, aber ich kann sie nicht bekommen. Warte, er hat meinen Angriff gesenkt. Bitte überleb. Ich muss nochmal angreifen. Das war doch grün! Ich weiß nicht, wie ich in diesem Projekt was machen soll. Mich interessiert jetzt, was ich... Nee. Nee. Wünscht mir für die nächste Folge mehr Glück. Wir sehen uns.